Ups. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Applecat und bei Teil 2 des Kada D-Tech Buggy Baus, der 522 Teile starke Buggy mit Fernsteuerung, mit Funkfernsteuerung. Soweit sind wir in Teil 1 bereits gekommen. Wir haben hier die Motoren verbaut, die Akkubox und Funkeinheit verbaut. Wir haben hier die Hinterachse bereits fertig und den Motor hinten angebracht, den Showmotor sozusagen. Und damit hätten wir den Bauabschnitt A beendet und fangen heute mit Bauabschnitt B an, wo jetzt noch die ganze Außenverkleidung drankommt, dass das Ding hier, was hier vor uns steht, auch aussieht wie ein Buggy. Aber bevor es soweit ist, werden wir erstmal testen, ob das ganze verbaute Zeug hier auch funktioniert. Ich muss mal hier ein bisschen die LEDs hinlegen und deswegen schalte ich mal hier oben die Akkueinheit ein. Die habe ich jetzt hier schön mal aufgeladen und habe auch hier die Fernbedienung. Da kommen zwei Doppel-A-Batterien rein und dann schalten wir die auch mal ein. So, und können mal schauen, ob sich hier was tut. Ich kann hier nämlich wunderbar eine Lichthupe machen, wenn es funktioniert. Und das funktioniert. Also hier oben mit der Schultertaste kann ich dann hier die Lampen ansteuern und dann ein- und ausschalten. Und hiermit dann dreht sich hier die Hinterachse. Wunderbar. Das funktioniert sehr gut. Ich drehe es mal so, dass ihr hier das Differential hoffentlich etwas sehen könnt. Und dann kann man schön sehen, wie das hier funktioniert und wie dann hier gefahren wird auch später. Es gibt nur eine Geschwindigkeit, die heißt ja Vollgas oder gar kein Gas, denn das hier ist ein sehr digitales Steuern, da geht es nur an oder aus, da kann man keine Feinjustierung machen. Und zur Veranschaulichung habe ich hier vorne mal in den Servomotor was reingesteckt, dass man dort auch ein bisschen sieht, dass auch dort dann gelenkt werden kann, rechts und einmal links und das Ganze dann auch hier mit der Fernbedienung. Also die Technik funktioniert, Freunde. Jetzt machen wir uns daran, den Buggy auch noch schön zu machen, damit er dann auch so aussieht und dass wir dann später auch unsere Testfahrt machen können. Ich bin sehr gespannt. Und übrigens, wenn ihr ihn kaufen wollt, ich verlinke euch die Kauflinks hier unten in der Videobeschreibung. So, und los geht's. Wunderschön, Leute, hier geht es wunderbar voran. Ich habe gebaut mittlerweile hier den Fahrersitz. Das ist das schöne Teil hier. Wir haben ja hier hinten noch einen zweiten Sitz, aber jetzt habe ich hier auch den Fahrersitz gebaut. Wobei ich sagen muss, ich habe ein bisschen gefuscht, denn ich habe, hier unten dieses Teil. Ich zeige es euch noch mal kurz hier in der Anleitung. Wo war es denn? Genau hier. Hier, davon habe ich noch zwei Stück gebraucht. Das sind diese schmalen Teile hier mit ganz normalen Technikaufnahmen drin. Und damit hätte ich eins gebraucht, das 5 Löcher hat. Hatte aber keins mehr, denn ich hatte nur noch welche mit 3 Löchern und 2 Achsaufnahmen rechts und links. Und die konnte ich einfach nicht verbauen. Das hat hier nicht funktioniert. Ich habe die irgendwo, vermute ich mal, sonst wo hier eingebaut, wo das keine Rolle gespielt hat. Aber ja, findet das mal wieder. Wo ich gefuscht habe, ist dann hier einfach bei dem Sitz, beim Fahrersitz, denn hier sind in der Mitte auch zwei von diesen Dingern verbaut und da habe ich einfach einen Pin entfernt, habe dann die mit der Achsaufnahme hier reingesetzt und die anderen rausgeholt und dann konnte ich die anderen hier an der Seite schön verbauen. Hier kann man sehen, da mussten die rein und da wäre das mit Achsaufnahme eben nicht gegangen. Also leicht gefuscht, trotzdem alles gut. Hier auf der Rückseite haben wir auch angefangen, hier so einen, den Käfig zu bauen, der hier um den Motor rumgeht. Ja, geht hier mit diesen abgewinkelten Liftarmen einmal hier hoch und dann wieder lange Liftarme, die hier verbunden wurden. Ganz einfach, aber solide und robust. Das gilt hier für das komplette Set. Und das richtig coole ist die Lenkung. Jawohl, ich habe die Lenkung eingebaut. Mal sehen, hier kann man es vielleicht etwas erkennen. Wartet mal, ich lenke mal, dann seht ihr das schon, wie das funktioniert. Also ein Zahnrad am Servo und unten drunter dann einmal hier dieses, kann man sehen, ganz schwer. Dann einmal diese Zahnstange, die dann hier immer hin und her bewegt wird mit den Kugelköpfen dran. Sehr simpel, aber funktioniert ganz wunderbar. Also geht ganz flüssig und smooth, wie der Amerikaner sagen würde. Also da hakt nichts. Das läuft echt schön.
Und damit wäre die Lenkung dann schon ja, so gut wie startklar. Da fehlt gar nicht mehr so viel. Dann haben wir noch ein bisschen weiter hier vorne an der Front gebaut, das Ganze verstärkt. Und man baut hier eigentlich Liftarm über Liftarm über Liftarm an. Und das Ding ist bombenstabil. Ihr seht schon, also damit kann man nachher bestimmt wunderbar rumfahren. Soweit, so gut. Wir sind übrigens auf der Seite 20 mittlerweile gelandet. Ne, Quatsch, da bin ich ja vorhin zurückgegangen. Wir sind auf der Seite 23 gelandet. Dort wurde jetzt das Vorderteil angebaut mit der Lenkung. Und das ist auch ganz interessant. Hier diese Zahnstange, die wurde einfach nur hier raufgelegt auf so einen anderen Liftarm, damit die auch schön dann hier hin und her gleiten kann. Da kann man es auch mal sehen. Einfach wird das Ding da draufgelegt. Ja, wieso nicht? Funktioniert ja ganz wunderbar. Und dann geht es jetzt weiter mit der ja, Vorderradaufhängung, wie es aussieht, mit Federn. Ach, natürlich hier, die Federung, die hätte ich ja fast vergessen. Da haben wir die Federn auch eingebaut, jetzt hier an der Hinterachse. Einmal hier auf der Seite und einmal hier auf der Seite. Und wenn man jetzt hier ein bisschen drückt, dann sieht man, dass der Buggy jetzt hier schon schön einfedern kann. Jawohl. Also, es wird und deswegen geht es auch direkt weiter auf Seite 25. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, die schlechte Nachricht ist, ich musste hier meinen Sitz schon wieder ausschlachten. Ich habe hier stark das Gefühl, mir fehlen tatsächlich zwei Teile. Also ich habe die doch nicht irgendwo fehlerhaft verbaut. Die scheinen mir zu fehlen und zwar zeige ich es euch mal eben. Ja, hier von denen habe ich vier Stück gebraucht. Das ist dreimal Technikaufnahme und zweimal dann an den Rändern die Achsaufnahme, diese flachen Teile. Und die sind nirgends mehr zu finden. Ich habe ganz genau nachgeschaut und ich habe die Teile einfach nicht mehr. Und da ich die für die vordere Radaufhängung benötige, habe ich die dann hier mal aus dem Sitz ausgebaut. Ich schaue einfach mal nachher, was übrig bleibt oder was ich aus meinem Fundus noch finde, um den Sitz dann nochmal fertig zu bauen. So, das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ja, die vordere Radaufhängung, das ist eine ganz coole Sache, wie die gebaut wird. Wir haben einmal hier vorne die Radaufnahme, die sich dreht. Dann haben wir hier das Ganze relativ beweglich noch gehalten, da könnt ihr das sehen. Und natürlich haben wir auch nochmal die, ups, da geht sie schon weg, hier die Federung mit drin. Und hier habe ich es schon mal angebaut, da kann man das schön sehen, wie dann hier so die Federung dann später auch funktioniert. Die muss noch irgendwie angeschlossen werden, das fehlt hier noch. Aber dann sieht man schon, wie hier die vordere Aufhängung auch arbeiten kann, denn der Buggy, der muss ja auch durch unebenes Gelände später kommen. Also das gefällt mir wirklich gut, wie das hier gelöst wird mit den Aufhängungen. Ansonsten gibt es noch nichts Neues zu berichten, Freunde. Ja, ich hoffe, das war es dann auch mit den Fehlteilen, dass es nur die beiden dann waren. Dann bekommen wir das Ganze schon hin. Also weiter geht's, Seite 25. Tja, wenn ich lauter Kleinteile in die Kamera halte, heißt das, ich bin fertig. Das hier sind die übergebliebenen Teilchen und ja, ich habe noch was gefunden, was ich vorhin vermisst habe. Ja, ich konnte den Sitz noch zu Ende bauen, Freunde. Und ich bin mit dem Set so gut wie fertig. Hier sehen wir nochmal den Fahrersitz. Den habe ich also auch noch zu Ende gebaut. Keine Ahnung, ob ich da nur Tomaten auf den Augen hatte. Und naja, auf jeden Fall, nur ist er da. Ein bisschen anders wie eigentlich geplant, aber der Sitz, der ist drin. Auch das restliche Fahrzeug ist so gut wie fertig. Nur noch hier hinten die Reifen fehlen, die werden wir gleich noch aufziehen. Aber jetzt könnt ihr schon sehen, was ich hier gemacht habe mit diesen Paneelen. Haben wir die Seitenverkleidungen angebracht. Einmal hier die Tür, die man nicht öffnen kann. Dann hier die vordere Seitenverkleidung und die Front mit den Scheinwerfern. Die stecken jetzt hier dahinter, da wurden die Kabel verlegt, die LEDs wurden hier von hinten einmal eingesteckt und dann kamen noch hier diese bunten blauen Verblendungen drüber. Ja, und das sieht doch echt gut aus und das Ding ist immer noch richtig stabil. Also man kann es wirklich völlig egal wo überall anpacken, das fällt nicht auseinander. Also echt schön und solide gebaut, das gefällt mir echt gut. Und ja, wo war ich dran? Ah genau, hier die Vorderradaufhängung, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Das fühlt sich richtig gut an, wie die reinfedert. Und natürlich genau das gleiche auch nochmal auf der Hinterachse.
So sieht es von unten jetzt aus, wo es fertig gebaut wurde. Ja, also Technik, ein 1A Technikmodell ist das hier. So, jetzt stecken wir mal noch die großen Reifen auf und das sind echte dicke Megadinger. Ihr seht schon, gut gefedert und die muss man einfach nur noch hier hinten auf diese Aufnahmen aufstecken und danach können wir, na, ich mache es dann doch lieber mal gleich in Ruhe, auf jeden Fall danach können wir die Probefahrt machen. Cool! Auf zur Probefahrt! Nee, doch leider noch nicht. Ja, ihr würdet mich noch weiter ergraut sehen mittlerweile, denn ihr erinnert euch vielleicht, in meinem allerersten Bauvideo hatte ich hier bei dem ersten Abschnitt, wo hier ja die Hinterachse quasi gebaut wird, irgendwie ein Problem, dass ich dachte, da wäre ein Teil falsch und es war doch nicht falsch. Also die Achse, die dort meinen Verdacht geweckt hat, die war also doch korrekt und jetzt habe ich das Problem, dass ich hier nochmal umbauen muss und hier drin nochmal die Achse reinfummeln muss irgendwie, vielleicht ohne alles nochmal auseinanderbauen zu müssen. Also das ist hier echt jetzt, ja, scheiße, muss ich einfach so sagen. Mein Fehler, aber es war auch echt blöde zu bauen, denn wenn ich es jetzt so lasse, wie ich das gebaut habe mit der zu langen Achse, seht ihr schon, wie hier hinten das Hinterrad rumschlackert, weil eben hier ein Zwischenraum noch gebildet wurde. Und so, hier ist es schon richtig drin, da ist kein Zwischenraum. Das muss also direkt bündig hier abschließen. Also muss ich jetzt irgendwie das Ganze nochmal umbauen. Und ja, weil es so schön ist, ist mir auch schon ein Teil vom Differential nochmal entgegengekommen. Das ist mir hier unten rausgefallen. Ich liebe es. Ich glaube, ich muss den hinteren Bereich hier noch einmal auseinanderbauen. Und dann können wir hoffentlich endlich die Probefahrt machen. Heieiei, was eine Fummelei, aber ich habe es geschafft. Also hier sitzt jetzt alles so stramm und fest, wie es sein soll. Und die Räder drehen sich, die Lenkung, die lenkt. Und dann können wir los zur Probefahrt. Wunderbar. Tja Leute, und die Probefahrt ist ein klein wenig kürzer geworden wie gedacht. Ihr seht, hier Indoor bin ich gefahren und das hat wunderbar funktioniert. Der lässt sich schön lenken, schön steuern und er fährt ja auch nicht so schnell. Von daher ein robuster kleiner Kerl, mit dem man hier rumdüsen kann, auch mal irgendwo gegenfahren kann. Ich würde mir den noch ein bisschen spritziger wünschen, ein bisschen flotter, ein bisschen schneller. Denn ich denke, draußen hätte man damit nicht ganz so viel Freude im Gras oder so. Aber ja, so weit bin ich eh nicht gekommen, da ich leider das Gerät nicht mehr aufgeladen bekomme. Irgendwie hat meine Akkubox hier einen Schlag wegbekommen und lässt sich nicht mehr laden. Das ist natürlich sehr schade, aber ich denke, da habe ich vielleicht ein Montagsmodell erwischt. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten fährt es sich wirklich gut, lässt sich gut lenken, macht Spaß und wenn die Akkubox mitspielt, hat man hier ein wunderbares kleines ferngesteuertes Auto, das man auch mal den Kindern in die Hand drücken kann, damit die da Indoor ein bisschen Spaß mit haben. Wenn ihr auch Spaß mit haben wollt, der Link ist hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!